Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Jungs. Was geht? Willkommen zum neuen Dehnerstag 423. Ihr seht vielleicht, dass das Licht hier unglaublich gut ist. Es hat folgenden Hintergrund, Leute. Es ist sehr viel passiert. Es passiert auch gerade sehr viel hier. Erstmal darf ich euch gleich einladen in den neuen Raven Store. Die Kollektion ist absolut geisteskrank geworden und der Laden ist wirklich komplett stocked. Also das ist ein Regal mit meinem neuen Merch-Shop. Kommt raus am Samstag, dem... Nächste Woche Samstag, also diese Woche Samstag ist der wievielte? Ich weiß nicht, ob es denn davon heute ist. Plus 6 Tage? Der 18. Und dann ist Sonntag. 18. Heute ist der Montag. Heute ist der 13. Der 18. Nee, heute ist der 12. Der 18. Es ist der 18.11.2008. Nein! Nein! Doch, stimmt, der 17. Der 17., meine Freunde. Samstag, Abend, 17.11. gegen 18 Uhr kommt ein neuer Merch-Shop online, meine Freunde. Ich habe mich hier beim Rasieren geschnitten, ich bin auch noch nicht erwachsen geworden. Wie gesagt, heute ist der liebe Julian hier. Guten Tag, hallo. Hallo. Julian, hallo, kennt ihr vielleicht von dem einen oder anderen einzelnen Bild von mir. Wir machen heute gemeinsam ein kleines Fotoshooting für meinen Merch und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was für Teil es sich da heute handelt, meine Freunde. Denn ich habe mich tatsächlich selber mal hingesetzt und gedacht, die ganzen Leute, die ihren ganzen Scheiß-Merch designen lassen, das brauche ich ja nicht, ne? Deshalb habe ich mir gedacht, Leute, setze ich mich mal selber hin, versuche mich selber zu malen. Jo, diese Missgestalt ist dann dabei rausgekommen, auf jeden Fall Props an mich. Sieht halt echt aus wie ein Shirt von einem Designer, der halt eine Menge Crystal Meth genommen hat. Ich finde es auf jeden Fall super und würde euch allen nur empfehlen, das zu kaufen. Es gibt wieder eine sehr, sehr limitierte Auflage, Leute. Farbe und Schnitt sind auch komplett selbst ausgesucht. Die Sachen haben auf jeden Fall auch eine hohe Qualität, das kann ich euch sagen. Dann gibt es einmal das Shirt. Da hat die liebe Lotti Revi auch noch mitgearbeitet. Hier mit einem wunderschönen dabbenden, wenn es da vorne drauf ist, ganz, ganz toll, wirklich. Und dann dachte ich mir, Leute, ich hätte unbedingt gerne meine Hose. Und eine Hose als Merchandise ist immer so, ich weiß nicht, tragen Leute überhaupt heutzutage noch Hosen? Also, wenn sie rausgehen, im Regelfall halt schon. Deshalb dachte ich mir, muss eine Jogginghose sein. Ich finde diese Kombo hier aus diesem Teil ultra geil, meine Freunde, weil dazu gibt es halt immer eine passende Jogginghose. Die sieht nämlich so aus, Leute. Richtig schöne Jogginghose. Kann man auch einzeln kaufen, kann man auch zusammen kaufen. Hauptsache, man kauft sie, das ist die Hauptsache. Und auf der Rückseite, Leute, habe ich versucht, selber den Bruder muss los Dude auf seinem Pedano zu skizzieren. Ich weiß, das Meme ist outdated. Die Klamotten habe ich auch im Mai designt. Wir haben mal ein bisschen gebraucht, das alles fertig zu bekommen. Aber jetzt ist es soweit fertig und ihr könnt die Sachen ab Samstag dann quasi kaufen. Mit dabei, meine Freunde von der Batterie, das ist ein absolutes Werbevideo hier. Das tut mich überhaupt nicht. Ist auf jeden Fall nochmal ein Notizbuch, was wir selber gemacht haben. Da sind eine Menge lustige Sprüche drin. Man lacht die ganze Zeit, wenn man es liest. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie das ist, wenn man das Notizbuch aufmacht. Also man macht das Notizbuch auf und dann fängt man direkt an zu lachen. Zum Beispiel gibt es hier unten sowas wie, Revi sagt, zahlt dein Essen niemals mit jemand anderes. Solche Sachen auf jeden Fall hat auch die liebe Lotti gemacht hier unten. Dann gibt es hier nochmal ein paar Yu-Gi-Oh! Karten, die man ausmalen kann. Es ist halt so ein Notizbuch, Hausaufgaben, Freundschaftsbuch, falls ihr Freunde habt, da könnt ihr mich hier auch ausmalen und so weiter und so fort. Auch alles in meinem kranken Kopf entstanden. Gibt es auch nur sehr limitiert, meine Freunde. Auch am Samstag verfügbar. Ich fühle mich gerade echt wie Dena einfach, Leute. Ist egal. Und zu jeder Bestellung gibt es nochmal einen Stift dazu. Da steht mein Name drauf. Damit kann man schreiben, wenn ihr dann schreiben könnt oder nicht den ganzen Tag Fortnite gespielt habt. Und nochmal eine Autogrammkarte, Leute. Und natürlich, klar, ich bin davon ausgegangen, Leute, dass ihr alle noch zur Schule geht, weil selbst wenn ihr schon 18 plus seid und meine Videos guckt, gehe ich davon aus, dass ihr ein paar Mal sitzen geblieben seid. Ich stehe einfach nur drauf, es könnte schlimmer sein, als dieses Mäppchen zu haben. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es gibt auf jeden Fall noch ein durchsichtiges Mäppchen. Und, meine Freunde, zu guter Letzt noch einen wunderschönen Turmbeutel, wo drauf steht, Transparenz ist mir schon ein Thema, weil der ist ja durchsichtig und wenn man sich... Können wir eigentlich nicht reinschneiden, das ist trotzdem witzig. Jody, wie findest du meinen Turmbeutel? Super, ich würde sagen, Leute, wir gehen mal ganz nach unten, denn es gibt eine Menge... Oh, mein Pflaster geht ab. Eine Menge unten im neuen Büro zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz runter und schauen uns mal, was da passiert ist. So, ihr kennt die Treppe, die Treppe der Schande, Leute. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Das sieht auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Man sieht hier, hier ist ein Boden drin, der ist aus Holz. Man sieht die Regalwände, beziehungsweise die Regale, wo ja noch einiges an Arbeit von mir drinstecken wird, weil das Ding natürlich auch ordentlich aussehen soll. Dann sieht man hier die Decke hier schon da, also das ist komplett weiß, wieder so hier oben fehlen da noch, also die Löcher bleiben natürlich nicht, da kommen halt Lampen rein, wie man sich das denken kann. Da habe ich ja auch schon erzählt, was da hinkommt, da kommt dann noch die Box und alles hin, also es wird, das sieht auf jeden Fall richtig krank clean aus. Es hat irgendwie was von einem Musikstudio tatsächlich schon. Macht ja auch Sinn, weil hier soll ja auch Musik produziert werden. Ja, ich habe jetzt schon den Raumplan, glaube ich, ziehe ich mal mit euch durchgekaut. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, nochmal zu erklären, wo was hinkommt. Das sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön clean aus. Ich frage mich halt, wie lange die Wände weiß bleiben. Das ist halt so eine Sache, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass ich mich hier drin wohlfühlen werde. Ich glaube, morgen kommt dann noch hier das Control Panel dran. Dann können wir auch quasi mit der Lightshow mal loslegen und uns mal anschauen, was hier so lichttechnisch alles möglich ist. Wie gesagt, wir haben hier einmal Licht drin, dann haben wir hier oben einmal Licht drin, dann haben wir hier Light Panels, dann haben wir da hinten nochmal Licht, dann haben wir da noch eine ganz große Installation, die da hinten noch nachträglich installiert wird, weil es ein bisschen Zeit braucht. Ich muss schon sagen, das sieht echt extrem nice aus und ich bin wirklich happy, dass das so cool rausgekommen ist. Vor allem freue ich mich halt, echt diese Dinge hier zu bestücken.
möchte jedes Regal einem einzelnen Thema widmen. Diese Scheißpflaster, Alter. Da brauche ich auf jeden Fall noch eure Hilfe wieder, weil genauso wie in dieser Ecke hier, wo jetzt noch mein Schreibtisch kommt, der am Mittwoch hoffentlich dann da ist. Ich brauche noch ein Sofa, ich brauche noch so viel Kram hierfür. Da hinten kommt ja noch der andere Schreibtisch hin. Also ihr seht auf jeden Fall, es geht gut voran. Fußleisten sind gerade auch schon dabei, angebracht zu werden. Schön schwarzes Finish auf jeden Fall. Also ich glaube, hier unten kann ich mich wohlfühlen. Vor allen Dingen, was Schönes, Leute, hier unten drin muss ich nie wieder raus, weil es hat eine komplette Lüftung, ich muss das Fenster nicht aufmachen und dieses Scheißpflaster nervt mich übertrieben. Und ich, vor allen Dingen, ich kann so laut sein, wie ich will. Zumindest vermute ich das. Das Ding ist so Schallschutztechnik gebaut, dass ich eigentlich so laut sein kann, wie ich möchte. Hier seht ihr auch schon ein paar Sachen, die hier reinkommen. Unter anderem das Ding hier, Leute, das ist nicht irgendwie so ein Kooperationsstand, sondern alles selber gekauft. Hier kommt ein fetter Subwoofer rein, die zwei anderen HS7-Boxen sollten schon da sein. Hier gibt es auf jeden Fall 1, 2, 3 Rewe-Stühle, die gibt es ja jetzt auch seit neuestem. Boah, es gibt so viel neuen Scheiß, den ich euch erzählen muss. Ich habe das ganze Jahr an so Sachen gearbeitet, die jetzt langsam so rausrollen. Da sind hier schon so neue Bildschirme. Neuer PC kommt wahrscheinlich Ende des Monats, Anfang Dezember. Ja, alles in allem frage ich mich, wer stellt eigentlich sein Fahrrad unter die Treppe, weil das ist nämlich jetzt mein Keller. Und wenn das Fahrrad jetzt hier steht, hört es, dass es noch mein Fahrrad ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Denk mal, dass wir morgen nochmal hingehen und dann sehen, wie das fertige Produkt aussieht. Und dann gibt es nochmal 2 Wochen später ein bisschen was. Da kommt nämlich der Greenscreen rein und der krasse Hintergrund, für den ich mich entschieden habe. Jetzt geht es erstmal nach oben, Leute. Ein paar Fotos machen für diese unglaublich tolle Merch-Kollektion. Ihr erfahrt auf jeden Fall am Ende dieses Videos noch, wann der Stream losgeht, was wir im Stream machen und so weiter und so fort. Küsse eure Augen. Bis gleich. Die Hand einmal vorne runter, sonst kriegst du den Stoff so. Genau. Würde ich aber nochmal ohne den Beutel komplett alles machen. Also wir müssen den voll nicht so zusammenhalten, ja. Aber dass wir das den Pullover einmal komplett drin haben. Sexy, ist gut. Ja, ist nice. Soll ich das andere Bein auch noch hochnehmen? Ja, okay, warte. Okay, warte, wie soll ich mich stellen? Also noch ein Stück. Genau, Beine mal ein bisschen weiter hoch. Ja, aber es ist so unbequem. Ja, man steht aber, ja nicht so. Ich, Junge, entspann die mal, Alter. Gesundheit. Warte, ich mach's nochmal. Lena in 3, 2, 1. Also das mit dem Auge kennst du ja schon von eben. Wir machen mal ein bisschen weniger Körperklaus, aber dann kriegen wir das noch hin. Ich muss jetzt nicht ordentlich schüttet. Hast du dir mal gezählt? Mehrfach. Warte. Ich würde sagen, es sind 260, ja. Der Geruch von einem neuen Bleistift mit einem neuen Radiergummi. Oh, Killer. Können wir ein bisschen die Copyright-Musik im Hintergrund lauter machen, ja, oder? Weil wenn wir schon vloggen, dann soll die auch lauter sein. Ist das diese Soundbar? Wieso haben wir da keine Soundbar für? Ja, bin ich hier oben oder bin ich unten? Ja. Dann ist hier ein Papierball für dich und meine Antwort. Kannst du jetzt einfach auch noch mit zu filmen? Nochmal zu. Ich mach mal die ganze Zeit hin und her. Das ist einfach Kunst. Jody, hast du nicht vor, hier was hinzumalen, das Universum? Okay, dann lass doch einfach das Papier hängen lassen, oder? Hey, Jody, geht's dir gut? Hast du Hilfe in deinem Leben? Ja. Was ist denn heute? Ich glaube, ich habe Probleme, ernsthafte psychische Probleme. Wieso filmst du die ganze Zeit? Ja, und zieh einmal gerade an dem Oberteil so mit einer Hand so ein bisschen runter, dass man so nur mit der anderen locker lässt. Das ist auch ja. Mach es aus. Hast du dein Bügeleisen gerade? Und ein Brot habe ich bekommen. Mach, bügel jetzt. Aber mach bitte auf links. Guck mal, wir können direkt ein Video machen, wie man dein neues Merch wäscht und bügelt. Bitte auf links. Wie auf links? Oh mein Gott. Fertig. Willst du denn mal was anziehen? Nein. Ja. Ich bügel ja gerade. Weißt du, da hinten. Komm, mach mal ein kurzes Bügeltutorial. Was muss man beachten? Wieso? Hör doch auf, meinen Content zu strecken. Das ist ja auch falsch. Ja, dann mach's doch selber. Das Bügeleisen ist verkehrt rum. Ach so. Nee, ich meine das Brett. Was ist hier gerade los? Wieso gucken mir 20 Leute beim Bügeln zu? Ja, es ist doch jetzt okay. Es reicht doch jetzt. Ganz kurz, was machst du da, Revi? Mach die Kamera aus. Das ist halt zu unlocker, aber das finde ich okay. Killer. Geht das so klar mit der Falte da? Killer. Killer, Digga, Killer. Mach doch mal die Mucke jetzt hier im Hintergrund aus. Ich kann hier nicht arbeiten und morgen, es geht nicht. Es ist einfach komplett geschützt. Danke. Ja, okay. Ciao. Fertig. No. Wir müssen noch eins. Let's do one more with a smile. Okay, now we make photo together. Yeah. We make typos. Look at your baby boy smiling in that camera, huh? Kauf mein Schatz jetzt. Du darfst nicht atmen. Der Beutel ist spitze, der hat mir mein Leben gerettet. Oh mein Gott, ich habe eine richtig geile Idee. Warte mal. Komm mal mit, Thomas. Ich komme mit. Brauchen wir den Beutel noch für Fotos? Bitte, ja. Ich will da Wasser reinmachen und dann gucken, ob man da ein Aquarium draus bauen kann. Wie easy. Alter.
glaube, das hilft nicht. Es tropft nur ein bisschen. Das kommt bitte, rennt damit durchs Büro. Oh Gott. Ist ja geil, Alter. Guck mal. Wenn man jetzt ein Aquarium braucht, dann kann man das einfach anziehen. Können wir davon kurz ein Foto machen, Julian? Sicher. Werde ich schon nass? Ja. Schnell, bitte, ich werde sehr nass. Okay. Killer, Digga. Portables Aquarium. Aktiv. Huch, tschüss. Oh, hey, ihr seid auch hier. Ich habe gerade die letzte Wand angebracht, meine Freunde, weil alle mal sagen, ich mache den Büro nicht selber. Ihr seht's, hier die Betonwand habe ich gerade hier festgenagelt, weil die muss natürlich festgenagelt werden. Jetzt kann man das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Also ich bin echt froh, dass hier schon die ersten Gegenstände sind, die ich hier in meinen Schrank reinräumen möchte. Unter anderem Multikraftkleber, der steht hier ganz schön und gut. Julian, das ist das erste Mal, dass du mein Büro siehst. Wie gefällt dir das? Ich finde es wunderschön. Das ist hast du echt alles selber gebaut, hast du gesagt. Ja, genau. Also hier in die Kästen kann man sich da reinlegen. Ja. Also das ist halt auch für Gäste ganz nett, wenn die mal schlafen wollen. Ich wollte gerade sagen, ich komme eigentlich vorbei. Da kann man sich halt mal echt entspannt hinlegen. Mal ja, bisschen. Das hier oben ist der Schlafkasten. Hier ist der Toilettenkasten, da kommt eine Leiter hin, da kann man da oben reinmachen. Das ist ein bisschen hast du eine Leiter hier oder muss man die erst noch kaufen? Nee, aber wir haben hier vorne nämlich noch eine Sache. Und zwar fragen sich alle Leute, wo dann Thomas' Arbeitsplatz sein wird. Der ist nämlich hier hinter, Leute. So, Thomas dann quasi einmal hier hinter anzutreffen. Da auf jeden Fall in dem Kasten wohnt Thomas. Ja, ich denke mal, morgen, Leute, kommt dann hier noch das komplette Licht rein. Hier kommen ja vier wunderschöne große Spots rein. Hier kommen nämlich richtig schön vier große Tageslichtlampen rein. Hier ja die Leinwand, hier oben rechts und links jeweils die Boxen. Die kommen nämlich jetzt doch nicht hier rein, wie ich gesehen habe, weil die werden ja dahinter in Leinwand. Das wäre natürlich nicht so klug. Hier, das Ding hier, das ist so eine Sache, das dauert noch ein bisschen. Das wird jetzt im Dezember kommen. Hier vorne kommt nämlich ein richtig, richtig knaller Hintergrund hin, der von hinten beleuchtet wird und hier oben halt nochmal ein richtig großer Greenscreen, das heißt Greenscreen-Memes und so weiter und so fort, komplett safe. Der ist elektrisch, den kann ich runterfahren. Ihr müsst mir aber noch ein bisschen helfen, Leute, ich brauche noch ein bisschen Kram. Ich habe auch schon überlegt, bei denen im Zimmer, da steht noch so ein alter Schreibtisch. Felix, du guckst meine Videos eh nicht, der ist jetzt mir. Hier kommt dann einfach noch ein Sofa hin. Dann, wie gesagt, hier die Leinwand, hier vielleicht an einer Couch, ein paar Teppich und so weiter und so fort. Das muss ich alles diese Woche noch besorgen, weil ich ja theoretisch nächste Woche, beziehungsweise eigentlich jetzt in der Woche, wo das Video schon online kommt, einziehen werde. Problematisch ist, dass Thomas am Wochenende nicht da ist, wegen der Familienfeier. Aber ich habe mit den Leuten gesprochen, die wollen dich eh nicht da haben. Thomas, das passt, also du kannst ruhig durcharbeiten. Oh mein Gott, es gibt einen Boden, eine Heizung, eine Lampe und einen Kackhaufen. Boah, Junge! Sag ich mal den Polo zu machen. Nie wieder klebt und dichtet von Bond und Ziel, Alter. Ja, und das letzte Finish habe ich jetzt hier auch schon gemacht, Leute. Es sieht wirklich echt gut aus. Ich habe jetzt die ganze Nacht daran gearbeitet, aber wir haben es geschafft. Wie gesagt, so Leute wie Easy und sowas, die immer sagen, ja, ich mache alles selber. Ich bin der Einzige, der wirklich alles selber macht, Leute. Und so kennt man mich ja auch, ne? Denk mal, morgen ist das Ding hier fertig. Mit allen Leuchten und so weiter und so fort. Mittwochs kommt dann der Tisch. Also quasi morgen für euch, übermorgen für uns. Ja, dann ist am Donnerstag wahrscheinlich schon der Einzug. Ich würde sagen, Leute, das war's mit einem tollen Video. Lasst gerne Leute nach oben da und dann sehen wir uns morgen mit einem weiteren Vlog aus dem Space wieder. Macht's gut, ich küsse eure Augen. Tschüss.